Ich laufe heute in Heidschnuckenweg rückwärts und ich bin jetzt gerade hier beim Schloss Celle, genau. Von hier aus startet der, also von hinten, bis nach Hamburg-Fischbeck-Neugraben. Offiziell ist der Wanderweg 223 Kilometer und ich weiß, dass ich den vor 2 Jahren schon mal gelaufen habe, bloß andersrum, also von Hamburg nach Celle. Und jetzt laufe ich den genau von hier, von andersrum aus. Und du stinkst nach Imprägnierspray. Du kommst mit mir mit. Oh Scheiße, wir sind gerade angekommen und hier läuft was aus im Rucksack. Genau da, wo der Klamottenfach ist. Genau, das fängt richtig geil an. Das ist richtig geil. Oh, aber zum Glück hattest du das genauso geschützt. Ja. Genauso wie ich das auch gemacht habe. Und was meine Anfangsfehler waren, dass ich das nicht geschützt habe. Genau. Anfangs, wo ich angefangen habe, da hatte ich keine so eine Tüte gehabt und dann war alles nass und dreckig und klebrig gewesen. Aber ich habe doch gar nichts, ich habe gar nichts drin, was auslaufen kann. Doch. Was denn? Sonst würde es ja gar nicht auslaufen. Das war dieses Miststück hier vorne gewesen. Oh, so eine Imprägnierspray. Die war voll, die habe ich gestern gekauft. Guck mal, das hier ist diese Tafel. Da laufen wir durch. Wir starten hier in Celle und laufen diesen ganzen Weg hier durch über Soltau. Soltau ist so ziemlich die Mitte. Und genau hier in Hamburg-Fischbeck, das ist unser Ziel. Genau. Vor 2 Jahren habe ich von da oben nach runter gelaufen. Überwiegend mit It's Nico. Und Marvcon TV und Flatti und der Zuschauer Sascha war auch dabei gewesen, teilweise. Und das war so richtig geil gewesen. Das ist der schönste Fernwanderweg von ganz Deutschland und den kann ich auf jeden Fall mega empfehlen. Deswegen habe ich so richtig Bock drauf, mit ihr das hier zurück, rückwärts zu laufen. Das ist richtig geil. Mit Imprägnierspray-Geruch. Der uns sehr lange begleiten wird jetzt diesen Weg, definitiv. Ne? Das wird richtig geil sein. Das schmeckt bitter. Achso, ich habe hier diesen voll fett Pilgerwagen dabei. Weil wir werden jede Nacht draußen schlafen. Und hier vorne ist schon wieder so ein Heidschnuckenwegschild. Wir müssen den ganz folgen. Und wir haben jetzt den ersten Kilometer zurückgelegt. 1,36 Kilometer. So, wir haben unseren ersten Einkauf gemacht. Der sieht richtig geil aus, weil der ganze Wagen ist voll. Den müssen wir auf den Wagen hier tragen. Und genau. Für die Leute, die neu dazugekommen sind, das ist mein Wagen. Den werde ich die ganze Zeit herumschieben mit mir. Genau. Und das ist mein Natururin-Tattoo. Der hat 15 Euro gekostet, aber viele wissen das von euch. Und genau das hier, das werden wir jetzt einpacken. So, wir haben gerade unseren Einkauf eingepackt und mittlerweile ist es dunkel geworden. Und passend zur Dunkelheit möchte ich dir etwas schenken. Mir? Ja. Oh, das ist ja cool. Das ist deine Taschenlampe. Oh, die ist ja geil. Ah, die verschiedenen Stärken? Tatsächlich. Die hat nur 2 Sterne. Ja, aber das ist ja cool. Dankeschön. Und diese Taschenlampe, die werde ich euch jetzt vorstellen. TrueNight hat mir wieder 3 Taschenlampen zugestellt, und zwar die Notfalltaschenlampe TrueNight Saber, die für den kleineren Geldbeutel geeignet ist. Im Lieferumfang ist eine Bedienungsanleitung, ein USB-C-Ladekabel und natürlich die Lampe selbst enthalten. Aufgeladen wird die Lampe direkt über den integrierten und auswechselbaren 920 mAh Akku und hat 2 verschiedene Leuchtstufen. Einmal den Low-Modus mit 57 Lumen und einmal den High-Modus mit bis zu 659 Lumen. Die eine Lampe habe ich Beerjunker geschenkt, die anderen beiden möchte ich an euch verlosen und deswegen gibt es am Ende dieses Videos ein Gewinnspiel, worin 2 Leute von euch genau diese Lampe hier gewinnen können. Also bleibt bis zum Ende dran. Link zur Lampe unten in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Genau, 2 davon verlose ich euch und die eine habe ich ihr geschenkt. Damit sie was zum Leuchten hat. Da freue ich mich. Das sieht auch nicht geil. So kannst du uns die ganze Tour beleuchten. Wie du schnarchst und die Ratten das Brot auffressen. Da, die erste Wundversorgung gab es auch schon. Die ersten Spuren des Weges machen sich breit. Juhu, das sind Anfängerspuren.
Also Anfangswegespuren von Pilgerei. Und dabei sind wir noch gar nicht so viel gelaufen. Ich versuche mir schon mal die erste Scheuerabhilfe zu kreieren. Schwammtücher. Handtücher hatten sie ja nicht. Ich glaube, Handtücher scheuern vielleicht auch zu doll. Ich probiere das jetzt mal mit den Schwammtüchern hier aus. Ob das machbar wäre. Die könnte man auch nass machen dann morgen, wenn das wieder so warm ist. Dass das nicht so scheuert auf den Schultern. Das tut echt doll weh. Das ist eine Lösung. Frag mich. Deswegen nehme ich so einen Wagen für sowas. Ich könnte unmöglich diesen ganzen Gewicht tragen. Geprost! Ich grüße Aldrian 001. Ich grüße G-Point. Ich grüße Fabian G. Oh, wir haben jetzt gerade die ersten 5 Kilometer hingelegt. F-U-C-K. Wir müssen... Also wir müssen noch weniger als 200 Kilometer machen. Ich meinte 220 müssen wir weniger machen. Siehst du, wie mir die Schweißperlen laufen? Ich mag Schweißer gerne. Oh Scheiße, diese Tüte hier ist gerissen. Das heißt, ich muss das hier in diesen Müllbeutel reinpacken und das auf meinen Wagen draufpacken. Genau, damit ich noch mehr Gewicht habe. Das ist richtig geil. Guck mal hier, wir sind jetzt gerade in Großhehlen angekommen und wir haben so ein bisschen den Weg verlaufen. Und wir laufen über Großhehlen wieder zum Weg rein. Also zu diesem Heidschnuckenweg. Das wird jetzt so richtig geil sein, wenn wir den Weg wieder finden. Und langsam dunkler ist gekommen, das ist voll scheiße. Guck mal hier, wir haben hier ein Haar gefunden. Und hier vorne ist noch ein weiterer Haar. So, ich werde jetzt Essen, was ich gestern gemacht habe, aufwärmen. Also dieses Essen hier. Das ist geiles Essen. Nächster Tag beginnt und das Wetter ist schön warm. Das ist geil. Es kann richtig losgehen. So, jetzt werde ich das erste Koffein von der gesamten Tour machen. Das blubbert hier genauso rum wie diese meine Einzeller in meinem Hirn. Ist noch ein bisschen zu heiß, aber Kaffee draußen tut zu saufen, ist immer geil. Ich liebe es. Das müsst ihr auch machen. Unbedingt. Und sie frühstückt. Sie frühstückt für euch. Frühstück. Es gibt Frühstück. Oh, danke schön. Das werde ich später ausscheißen. Kannst du gerne tun. Und damit du dabei nicht verloren gehst, beziehungsweise nebenbei noch einen Schnaps dann trinken kannst, schenke ich dir was. Oh, ein kurzer Becher. Das wird auf jeden Fall so richtig benutzt. Da hängt was rum. Das gehört weg. Leute, ich bin das allerletzte. Wir haben genau hier gepennt. Und wir packen ein, die Tour. Oh Scheiße, ich habe dieses Handy gegen diese Zweige gescheppert, damit das Geräusche macht. Genau, wir starten die Tour gleich, wenn wir eingepackt haben. Wir haben noch voll viel zu packen. Das ist ja alles schön vermüllt, das kommt alles mit. Guck mal, diese Stelle hier vom Rucksack, die reißt langsam ein. Ich mach mal meinen Arm hier durch. Genau, der reißt hier ein. Aber weil ich jetzt gerade zu faul bin, um das zusammenzunähen, werde ich das jetzt zutapen. So, ich habe das zugetaped und ich bin ganz gespannt drauf, wie lange das hält, dieser Tape. Und ich habe das jetzt ganz erfolgreich gemacht, dass ich die Arbeit nach hinten verschieben tue mit der Näherei, genau. Deswegen habe ich das zugetaped, damit ich die Arbeit aufs nächste Mal verschieben kann. Weil
weil ich bin zu faul gerade dazu. So, wir haben eingepackt und jetzt Wanderung Tag 2 Start kommt. Ich wäre ein Stück Meerrettich. Guck mal, wir haben hier das Haar gefunden. Das ist für Heizstuckenweg, dieser Wegweiser. Genau, wir laufen da hin. Wir laufen nach Richtung da drüben lang. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Das hier, das sind Heideblüten. Das ist natürlich Antidepressivum. Wir haben Scheuen erreicht. Yeah. Das ist richtig geil. Das ist ein Heidschnuckenwegort. Der Heidschnuckenweg, der geht genau da durch, also da, wo die Ortschaft endet. Und wir haben hier so einen verfettigten Müllsack, der voll schwer ist und nervt und so. Genauso wie diese Dose hier. Und ich sehe von hier, von ganz weiten, also von meinen Adleraugen, sehe ich da hinten einen Mülleimer. Und das werde ich das da hinbringen und wegschmeißen. So, ich bin jetzt gerade hier an diesem Mülleimer angekommen und ich habe hier den ganzen Müll reingeschmissen. Aber hier diese ganzen Bierflaschen und diese Dosen, die habe ich hier für Pfandflaschensammler hier hingestellt. Aber und der hat nicht reingepasst, deswegen habe ich das unter den Mülleimer hingelegt, genau. Damit wir das nicht schleppen müssen. Das ist richtig geil. So, das ist ein geschmolzener, zerquetschter Kinderpinguin. Er muss gegessen werden, wir schmeißen hier nichts weg. Ja, den musst du jetzt essen. Das ist alles Zucker, Energie, das ist elementar wichtig hier. Na, wie schmeckt der zerschmolzene, warme Pinguin? Mama, immer gesagt, ich soll nicht mehr voll im Mund kriegen. Ich gehe jetzt in den Scheuenort. Hoffentlich sind die Mitbürger hier nicht so scheu. Nach Wasser fragen. Und nach einer Packung Taschentücher. Wäre, glaube ich, ganz cool für uns noch. Zum Anus abwaschen, wenn wir im Wald scheißen gehen. Ja. Na, hast du erfolgreich Wasser geholt? Ja, die haben mir Trinkwasser aus dem Kühlschrank gegeben. Voll süß, ne? Ich habe gesagt, hat doch gereicht. Das ist nett. Ja, nee, sagt sie, nimm mal mit, ist kalt. Das ist cool. Ja, ist richtig schön kalt. Ach, geil. Das ist geil. Hm. So, wir laufen jetzt aus Scheuen raus. Weil da drüben führt dieser Heizstuckenweg weiter. Ich glaube, mein Rucksack ist jetzt richtig eingestellt. Mein Kopf nicht. Weißt du eigentlich, warum genau hier mitten in nirgendwo eine Bushaltestelle hier steht? Hier ist da wirklich gar nichts. Damit Leute, die den Weg abbrechen, mit dem Bus fahren können. Prüfen, wie oft hier ein Bus überhaupt fährt. Es fährt hier wirklich stündlich ein Bus von Montag bis Freitag. Was? Und Sonnabend fährt auch ganz oft ein Bus. Also für dafür, dass hier nichts ist, das ist geil. Ja. Ich möchte dir sagen, dass ich eine Schraube locker habe. Und ich habe keine Tassen mehr am Schrank. Und auch keine Latten mehr am Zaun. Beängstigend. Scheiß Mücke. So, hier vorne kommt so ein Schleimweg. Der ist voll scheiße für den Wagen. Also das ist total anstrengend, den rumzuschieben. Durch diesen Schleimweg. Guck mal, wir haben hier einen See im Weg. Wir müssen den Wagen darüber kriegen. Und deshalb, ich werde jetzt meine Schuhe ausziehen und barfuß rüberlaufen mit dem Wagen. Damit meine Füße trocken bleiben. Also die Schuhe meine ich jetzt, genau. Ich finde das richtig geil, dass wir heute so ein richtig geiles warmes Wetter haben. So ein richtig schwüles Wetter. Also ich mag das voll geil. Ja, ich finde die Suppe auch. Ich finde das richtig geil. Deswegen ist das angenehm, barfuß da durchzulaufen jetzt. Wie für dich gemacht, sag ich dazu nur. Ich bin da erfolgreich rübergeschwommen, mit dem Wagen sogar. Guck mal, der hier vorne, der hat schon bestimmt schon ganz viel Scheiße in sein Leben gefressen. Also so richtig viel, also mit Durchfall und so. Also von allen Aggregatzuständen. Fest, flüssig und gasförmig. Das hat er bestimmt schon alles gefressen. Und das macht er regelmäßig, das macht er ständig. Wir müssen uns alle eine Scheibe von ihm abschneiden. Pils gefunden. So, dieser Käfer hier vorne, der hat bestimmt schon, also der hat auch bestimmt ganz viel Scheiße in seinem Leben gefressen. Und der ist umgekippt und ich werde ihm jetzt helfen. Rette mich, ja, ich will weiter Gase riechen. Jawohl.
der ist jetzt gerettet. Weil nicht, dass er uns abkommt und nicht weiterhin diese ganzen Gasen abbekommt und... Ich danke dir, und, dass und, ich weiterhin und, Scheiße riechen darf. Und noch mehr, genau, damit er noch mehr Scheiße von uns fressen kann. Und Fressen gefunden. Das sind richtig geile... wie heißt die Dinger? Knospen. Genau, die sind richtig geil und gut gegen Lungenkrankheiten. Ich habe damals geraucht. So, wir laufen jetzt durch so einen richtig geilen Kieferwald durch. Dieser Wald, der sieht voll cool aus, weil das sind alles Kieferbäume. Deswegen habe ich gerade eine Kieferknospe verspeist. Weil Kieferknospen sind so richtig geil, die wachsen das ganze Jahr über. Also auch im Winter. Das heißt, wenn ihr in einer winterlichen Survival-Situation seid, dann kann man die Dinger fressen. Das ist ein Essgegenstand. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Das hier, das ist ein Birkenbaum. Die Dinger sind richtig geil. Die haben herbes Aroma. Mhm. Aber nicht so herb wie die Kiefer. So, oder du hast dir ein Dosenbier geöffnet? Ja. Geprost. Ich habe gerade ein Flaschenbier geöffnet. Und ich habe von dem Flaschenbier noch 2 Stück. Und morgen ist Sonntag. Und wir werden auf jeden Fall bis Montag an keinen Laden reinkommen. Er will meinen Wein wegsaufen. Ja. Ach so, genau, hier, dieser Vieh. Genau, dieser Vieh hier vorne. Der hat sich diese grüne Raupe geschnappt und ich habe den erschrocken. Und genau, dieses Vieh, das fliegt hier rum. Der hier ist total gemein, der will seine Eier und so da reinquetschen. In diese Raupe. Guck mal hier. Mhm. Hier vorne sind ganz viele Löcher. Das sieht aus wie Löcher. Aber sind es Löcher? Das sind vielleicht ganz viele Erdwespen oder sowas, die uns dann aufessen werden in dieser Nacht, wenn wir hier pennen werden. Das wird so richtig geil sein. Aber guck mal, das sind keine Löcher. Das alles ist voll mit Löchern. Okay. Genau, das sind diese Erdwespen oder andere Wespen oder so. Genau. Die werden uns heute aufessen. Die dürfen nicht rauskrabbeln aus ihren Löchern. Die werden rauskrabbeln und uns in unseren Mund rein krabbeln. Nein! Doch, das werden die auf jeden Fall machen. Nein! Das muss passieren. Also das wird passieren. Genau, damit ich besseren Content habe. Wenn die dann reinkrabbeln und ich filme das dann heute Nacht, wenn sie bei dir reinkrabbeln, ne? So, jetzt wird Reis gekocht. Ich muss da einen Schuss Wasser reinsetzen, damit das gekocht wird. Das ist richtig geil. Also Spinat ist das. Oh ja, da ist mir die Gabel aus der Hand gefallen. Das sieht richtig geil aus. Deine Gabel ist bestimmt so richtig sandig jetzt. Mhm. Das sieht so richtig spinathaft aus, dieser Spinat. Das ist eine Naturfarbe. So, Essen ist fertig. Wir sind auferstanden. Heute ist Tag 3. Wir laufen heute weiter. Das wird richtig geil sein. Gleich werde ich erstmal Koffein herstellen. Hier sind ganz viele Erdwespen. Die sind richtig geil. Guck mal, hier vorne ist eine verfettigte Vollfettspinne. Wenn wir noch weiter hier gelegen hätten, dann wäre die auf jeden Fall in deinen Mund reingekrochen. Die wollte mich angreifen. Die ist richtig geil fett.
ne? Jawohl, der Koffein blubbert genauso wie mein Kopf. Jetzt lasse ich das ziehen und dann ist Kaffee fertig. Achso, das Wetter ist heute wieder so richtig geil zu uns. Ich brauche noch nicht mal einen Fummel anziehen, das ist geil. Ich liebe es, wenn der D3 vernünftig scheppert. Und Koffein ist fertig. Und draußen in der Natur Koffein zu saufen ist so richtig geil. Und ich bin ein Melonengesicht. Das war ein echter Move gewesen. So, wir haben die Sachen gepackt und wir laufen jetzt los. Tag 3 beginnt. Ja. Und guck mal hier. Hier vorne war mein Tape drauf und der ist irgendwie abgegangen. Aber ich bin immer noch zu faul, um das zusammenzunähen. Deswegen lasse ich das so. Und ich bin sehr gespannt darauf, welche Sachen ich verlieren werde auf dem Weg. Das wird richtig geil sein. Und deswegen laufen wir jetzt los. Also, hier, wir haben ein Schild gefunden. Wir werden denen folgen, nach da lang. Genau. Das wird richtig geil sein. Das ist ein Heidschnuckenwegschild. Wegweiser heißt das, genau. Guck mal, ich möchte dir etwas zeigen. Und zwar das hier, das ist so ein richtig verfettigter Baum. Ein Baum mit Fett dran. Der ist richtig fett. Das ist ein richtiger verfettigter Verfettbaum. Genau. Ich bin ein Marmeladengesicht, weil ich klebe gerne. Frühstück gefunden. Wir laufen jetzt nach Richtung Hermannsburg. Das ist die nächste größere Ortschaft. Aber wir laufen nicht den direkten Weg dahin, der kürzer ist, sondern wir laufen den Heidschnuckenweg dahin, der länger ist, genau. Weil es ist cool, wenn die Wege länger sind. So, wir machen ein wenig Likörpause und wir probieren dein Likör, dein Bärenlikör. Mhm. Ich bin sehr gespannt drauf, wie das schmeckt. Ich auch. Das ist Bierjunkers Bärenmix. Den essen wir jetzt. So, ich habe diesen Likör aufgefüllt. Geprost. Boah, ist der gut. Ja, der ist schön sahnig. Dieser Weg, der nach da oben hin führt, der ist voll sandig und schwierig für einen Wagen. Und man wird hier die ganze Zeit von Mücken zerstochen. Die Mücken müssen weg. Guck mal, hier vorne geht es steil runter. Und ich habe mir einen Wolf eingelaufen und der schmerzt. Das sind voll die Schmerzen hier. Das ist voll scheiße. Ich mag das nicht, wenn ein Wolf eingelaufen ist. Also, dass die Beininnenseiten, genau, wegen den Schleifen, dass sich das wie Schleifpapier anfühlt. Das sind voll die Schmerzen, die sind voll ekelhaft. Ich muss jetzt diesen vollgepackten Wagen nach da oben hochschleppen. Das ist steiler, als es aussieht von der Kamera her. Oh. Und der Wolf, der schmerzt. So, wir sind in den Wald reingegangen und wir haben unseren Schlafplatz gefunden. Der sieht so aus. Das habe ich genau so aufgebaut. Also das kann man jetzt gerade nicht so gut sehen. Ich werde euch das morgen noch mal genauer zeigen. Aber genau, so sieht das aus. Ich werde euch diese Tarp-Aufbau-Variante unten verlinken. Das ist eine ganz einfache Tarp-Aufbau-Variante. Die ist richtig einfach. Jetzt kommen wir zum Gewinnspiel, worin zwei von euch genau diese Lampe hier gewinnen können. In diesem Gewinnspiel müsst ihr zwingend Instagram haben und die Teilnahmebedingungen sieht wie folgt aus. Erstens, kommentiere unter genau diesem Video mit Hashtag Lampe und eurem Instagram-Namen. Also keine Verlinkung, sondern euer Instagram-Name, so wie in diesem Musterbeispiel. Zweitens, macht eine Instagram-Story, egal ob Bild oder Video, aber Hauptsache die zwei folgenden Elemente sind eingefügt. Element 1, ihr müsst zwingend mein Instagram-Profil Natururin erwähnen, damit ich eine Benachrichtigung bekomme. Und Element 2, ihr müsst euer Lieblings-Naturin-Video in der Story verlinken. Aber nicht als Text, sondern als Link. Das geht, indem ihr nach Erstellung der Story nach oben wischt und auf Link drückt. Dann fügt ihr den Link von einem meiner YouTube-Videos ein und veröffentlicht eure Story.
Fertig. Wenn ihr die Teilnahmebedingungen korrekt gemacht habt, werde ich eure Story auf meinem Instagram-Profil reposten. Und für die Verlosung werde ich den YouTube-Comment-Picker gefiltert nach Hashtag Lampe nutzen. Das Gewinnspiel endet am Freitag, den 15.09. Viel Glück und bis zum nächsten Teil dieser Videoserie. Hier oben geht's zum zweiten Teil dieser Videoserie, falls dieser bereits öffentlich sein sollte. Und hier unten geht's zur Heidschnuckenweg-Videoserie von vor 2 Jahren. Ihr sollt alles durchschauen.